Jo, halt zurück zu Atomic Heart. Boah, letztes Mal Kopf abgeliefert, sag ich mal. Und jetzt sind wir wieder in so einer nice Zeit. Hast du seit 3 Tagen nicht geschlafen? Will ich auch nicht. Schlaf doch. Meine Flasche Wodka? Warum nicht beides gleichzeitig? Ich kann das Zeug nicht leiden. Mein Körper ist mein Tempel. Weißt du, was ich noch klein war? Mein Bauch, oh. Ihm half es. Ich hasste es. Das Licht störte meine Fantasie. Aus demselben Grund mochte ich auch keine Kinderbücher. Es sind viele bunte Bilder. Sie waren ja, sehr nice. Bunte genau. Bilder voll böse. Die Bücher in der Bibliothek des Vaters waren interessanter. Geschichte, Medizin, theoretische Physik, Wissenschaft. Die Welt nicht sicherer oder schöner. Sie lügt nicht. Sie gibt uns Lügen. Also wusste ich, was ich lernen musste. Und ich entdeckte noch etwas. Das ist krass. Ist berechenbar. Man kann es schon. Ein Monster im Licht. Trägt eine Maske. Und ist berechenbar. Und so ist gefährlich. Vor allem macht uns das Licht zu Monstern. Wow, da waren wir schon mal. Na, ihr Chicken? Mehr oder weniger. Kann ich das Licht ausschalten? Ja. Auch da raus. Junge, wo wollen wir hin? Ah, geht ja doch. Oh, wir haben schon wieder unser Hasenkostüm an. Ihr habt's gesehen. Hasen ist wieder mit dabei. Okay, wollen wir da oben rauf? Oh, schon wieder Würmer draußen. Okay. Irgendwie so ein bisschen Donnie Darko-mäßig, ne? Mit dem Hasenkostüm und so. Ich weiß nicht. So, wollen wir hier irgendwie rüberspringen oder. Was ist die Idee? Hier ran? Okay. Ich sag mal, es ist ein Hasenkostüm. Weiß ich das überhaupt? Haben wir den jemals irgendwie als Hasen gesehen? Ich glaube, es ist ein Hase. Eine süße kleine Hase. So, Rüber? Ja. Tür auf, komm. Okay, wir wollten wirklich woanders hin, ha? Was bist du da drüben? Keine Hase. Wird irgendeine Tür aufmachen? Fenster. So ist das Next Level hier. Okay, komm Hase, let's go. Oh! Das muss aber gehen, oder? Das schon sagen darin, oder? Da geht nicht.
Wird schon sein, was wir hier wieder haben. Was bringt uns das, dass wir dann da rüberkommen, oder wie? Mehr bringt das ja nicht, ne? Okay, let's go. Oh, direkt rübergesprungen. Okay. Das hat es jetzt nicht so gebracht. Wir müssen ja hier rein, oder? Oder wollen wir da ran und wieder rüber? Das bringt alles nichts. Mhm. Oder bringt das doch was, weil wir da rüber wollen, oder? Da oben rauf wollen wir eigentlich, oder? Ach, jetzt geht das schon wieder los. Okay. Okay, aufgewacht. Wieder irgendwie Blackout. Verdammt. Was zur... Charles, wo ist Larissa? Hat sich vor der Explosion versteckt. Und was ist mit Stock passiert? Stockhausen wurde durch die Explosion in einen Behälter mit Polymer geschleudert. Er ist tot. Du Heuchlerin. Oh, ich bin Ärztin, ich bin Ärztin. Schöne Ärztin, du granatenschleudernde Furie. Petrov und Filatova sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. Da gibt es keinen Zweifel. Und wenn schon. Wir müssen hier raus. Den Lockdown. Okay, schon wieder. Das haben wir andauernd, ne? Überlebe den Lockdown in der Pestizidwerkstatt. Warum? Okay, let's go. Ja, nice. Wir haben jetzt hier den Kopf zurückgebracht und jetzt? Major, lebst du noch? Nein, eine Granate hat mich getötet. Das tut mir leid. Das wollte ich nicht. Aber das ist jetzt alles nicht von Belang. Und was ist von Belang, du durchgeknallte Quacksalberin? Wir müssen uns treffen. Das musst du mit eigenen Augen sehen. Ich zeige dir alles. Was meinst du mit alles? Du traust Sechenov viel zu sehr. Aber er lässt dich im Ungewissen. Du hast keine Ahnung, was wirklich läuft. Wenn du es nicht mit eigenen Augen siehst, wirst du es nicht glauben. Ja, da hast du recht. Ich habe keinen blassen Schimmer, was los ist. Du wirst es verstehen, wenn du es siehst. Ich habe Beweise. Ich warte in der Akademie der Konsequenzen. Der Eingang ist im Leuchtturm. Traue niemandem. Tue ich nicht. Aber dir sollen wir trauen. Okay. Aber macht natürlich Sinn, ne? Wollen wir mal telefonieren? Hallo, hallo? Hilfe, Hilfe. Interessant. So. Sehr nett. Kann ich hier mal safen? Jo. Automat haben wir auch. Sehr fresh. Autorisierung. Ein bisschen Major Nechayev. Ist klar. So, was sagt denn das Lager? Okay, lass mal kurz sortieren. Das bringt ja alles irgendwie nichts. Wow, die können wir auch nicht gebrauchen. Okidoki. Ansonsten sind wir eigentlich ja komplett ausgelutscht, ne? Ich hätte gern wie immer irgendwie mal so ein bisschen Munition. Können wir uns vielleicht noch ein bisschen Autorisierung. Major Charakterpunkt leisten? Ich weiß nicht, was haben wir da an Punkten? 300, okay, da geht was. Jetzt haben wir noch 73, na gut. Da geht nichts mehr, ne? Das ist alles vollständig. Kurz schäfen vielleicht.
So, und sie sagt, komm zum Leuchtturm. Mhm. Genosse Major? Ja? Du musst die Beta-Konnektoren unbedingt zerstören. Was hast du denn andauernd mit diesen Ringen, Charles? Du wolltest eine Entscheidung zu den Ringen treffen, wenn es soweit ist. Und das ist es jetzt. Ich habe keine Zeit dafür. Doch, die hast du, Genosse Major. Sonst ist es nämlich zu spät. Lass mich in Ruhe, Charles. Hier sind überall Leichen. Eine Irre mit einer Granate hat Stock umgebracht und zwischen uns und dem Ausgang steht ein Haufen Roboter. Wen kümmern die verdammten Ringe? Nennen Sie nicht dauernd Ringe, Major. Gewöhn dir mal an zu denken, bevor du sprichst. Das sind Beta-Konnektoren, mit deren Hilfe zwei Robotermörder ausschließlich unter der Kontrolle ihres blutrünstigen Meisters stehen. Willst du noch mehr Tote auf dem Gewissen haben? Was für ein blutrünstiger Meister. Die Ringe hab ich und ich werde sie nicht irgendwelchen verdammten Robotern anstecken. Und wie lange werden sie in deinem Besitz bleiben, Major? So lange, wie ich noch am Leben bin und noch Zeit ist. Die Zeit ist abgelaufen. Die Assimilierung von Petrovs Kopf läuft schon. Setschenow führt die Roboter in ihren normalen Zustand zurück und dann ruft er dich zurück. Und dann nimmt er die Ringe. Scheiße, warum? Alle deine Sachen stehen in meinem Logbuch. Das kann ich nicht löschen. Den Zugang hat nur Setschenow. Und der wird sich zuallererst das Logbuch ansehen. Er will die Beta-Konnektoren. Die will anscheinend jeder haben. Warum? Sind denn alle auf persönliche Mörderroboter aus? Denk nach, Major. Wer hat nach den Beta-Konnektoren gefragt? Setschenow mit seinen Metallzwillingen. Omi? Stockhausen, Setschenows Speichellecker und rechte Hand. Oma Sina, eine geheime Doppelagentin mit unbekannten Verbindungen. Oder willst du Petrov seinen letzten Wunsch erfüllen und die Konnektoren für Latova geben? Oh, was ist denn hier los? Bin ich der Einzige, der nicht den Verstand verloren hat? Wie du siehst, hängt alles an uns. Egal, wer die Beta-Konnektoren in die Finger bekommt, das Ergebnis ist immer das gleiche. Mehr Blut, mehr Tod. Die Ringe müssen zerstört werden, ehe es zu spät ist. Es ist nicht zu spät, Charles. Noch nicht. Na dann schauen wir mal. Wir müssen mal zum Leuchtturm gehen. Gucken, was da passiert. Na, ihr Kühl. Speichere Daten. Aber jetzt hier mal guckt, ist das. Eigentlich gibt's doch hier noch ein. Areal, ne? Das da. Gibt's dazu. Ist der Leuchtturm vielleicht das Ding, über das man das steuert? Oder. Testgelände hätte ich ja schon noch mal Bock, eins anzugucken. Aber hier gab es ja keinen Turm, kein gar nichts. Okay, komm, lass mal zum Leuchtturm laufen. Oder warte mal, wir können ja scannen und dann sehen. Das Ding wird irgendwie nicht so gesteuert. Das ist wahrscheinlich eine andere Map. Lass mal kurz eben noch mal in die andere Map rübergehen, weil ich meine, wenn der Habicht da oben halt fliegt. Das soll nie gesteuert werden. Wahrscheinlich von dem. Naja, ist das nicht dieses Gebäude da hinten? Das ist steuert. Ah, jetzt auf einmal kannst du es auch scannen, okay. Ach, da unten steuert man den, okay. Das gucken wir uns mal eben an. Wow, okay. Ich glaube doch, dass man den hier über das. Das gucken wir mal kurz. Da ist er fest. Nee, noch nicht. Hier festgetackert. Und oben auf dem Dach, das sieht ja schon mal nicht so schlecht aus. Aber da kam er ja bisher nicht rein, ne? Ah, okay. Mhm. Das Ding wird garantiert nicht offen sein, oder? Okay. Ah, tschüss. Okay, die Dudes, die nerven ja hoffentlich nicht. Okay, das Ding ist aber zu, ne? Okay, ja. Wenn wir den. Ne, ist ja auch immer okay.
Geht nicht so einfach auf. Was steuert das Ding? Das kann ja eigentlich nur... Was soll man? Was ist denn hier jetzt? Was verpasst? Von da hinten, okay. Okay, das Ding ist verbunden mit dem Haus da oben. Das heißt, müssen wir schon nochmal eben rauf, oder? Aufs Dach wahrscheinlich. Nur einen Eingang, ne? Das hat der da hinten. Okay, aber... Ja, das war eigentlich komplett zu, das Ding. Wir erinnern uns, alles voll mit irgendwelchen Dudes hier. Ja, ist immer noch so. Oh, Jimmy ist auch da. Den hatte ich jetzt irgendwie keinen Bock, der hat sich das gemerkt, dass wir ihn nicht gekillt haben. Okay, aber auf den habe ich jetzt gar keinen Bock, oder? Kommt der durch? Nö, dann doch lieber Leuchtturm. Oder kommen wir da irgendwie anders rein? Irgendwie so aus, als könnte man hier hochspringen oder irgendwie sowas, ne? Oder runter. Ah, hier ran, oder? Keine Idee. Ach komm, Dude. Das Haus rein, um darauf zu kommen. Das ist die große Frage, aber wie soll das hier funktionieren mit dem Hin- und Herspringen? Am Haus kann ja wohl nicht sein, ne? Also wenn wir hier runterfallen, dann kann man da wieder raufgehen. Okay. Das ist der Trick. Aber ich meine, dass es im Haus nicht weitergeht. Können wir natürlich das mal ausprobieren. Vielleicht lässt Jimmy uns ja erstmal in Ruhe. Oh Mann, wir hätten hier die Treppe raufgehen können. Schon immer. Okay. Wenigstens versuchen, ihm zu helfen? Wir können nichts für ihn tun. Er hat sich neben ihr Bett gesetzt, als wäre er hypnotisiert und ist dann einfach dort geblieben. Wir sind es, die jetzt Hilfe brauchen. Meine Güte, aber du hast recht. Die Spritzen waren Schwachsinn. Sie sollten eigentlich helfen. Aber jetzt habe ich 5 Leute von derselben Kolchose an der Backe. Was sehe ich? Irgendwas stimmt nicht mit mir. Ruf die Schwester. Meine Seite brennt. Schnell, ruf die Schwester. Mach schon. Geh zum Leuchtturm, kein Bock. Ich will jetzt hier mal wissen, wie es geht. Es ist aber nicht anders als vorher, ne? Es ist halt einfach genauso. Dude wartet draußen. Oh, er liegt da auch noch. Okay, hatten wir den schon mal angequatscht. Wo ist das hier irgendwo? Da drin, okay. Oh doch, mit ihm hatten wir schon mal gesprochen.
Sacharow ist nicht gestorben, Genosse. Ja, Sacharow lebt. Was? Wer bist du? Das ist wie schön. So, wie kommen wir aufs Dach? Ist mir irgendwie nicht klar. Muss ja über die Treppe gehen, oder? Also anders, weil sonst... Das eine war ja hier. Wo ging das noch runter? Irgendwo ging es ja runter, ne? Hier, ne? Irgendwo? Degi. Der wartet auf mich. Was für ein kleiner, mieser Kerl. So, wie soll das hier funktionieren? Vielleicht von da hinten. Okay, das habe ich natürlich überhaupt gar nicht betrachtet. Und ihn können wir hier auch nochmal anschicken. Moin. Weißt du. Silber, oder? Okay, bedeutet nochmal raus, einmal hinten rum und dann mal gucken, ob wir da was machen können. Ist es das? Ach, Leute. Ah, hier irgendwie ran und dann darüber und rauf. Geht das vielleicht? Okay. Oh. Müssen wir hier rauf gehen, da rauf gehen? Ne, geht gar nicht. Aber hier hinten konnte man irgendwelche Sachen sehen zum Hochklettern, oder? Da irgendwie so. Ja, das sieht gut aus. Na komm. Okay, das sieht ja schon besser aus. Hab ich gar nicht drauf geachtet beim letzten Mal, als wir so hektisch hier durchgerannt sind. Jetzt macht das Sinn. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ihn hier irgendwie... Wir müssen schon irgendwie gucken, dass wir... Ja, ich glaube nicht, dass wir den in Wartung versetzen, sondern eher gucken, dass wir irgendwas aufkriegen. Also unten das Ding und dann vielleicht überladen oder was weiß ich. Viel wichtiger ist, das Testgelände aufzukriegen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Oh, wir haben ja gar nicht so viele Kameras. Eigentlich nur diese eine, ne? Okay, was kann die das Ding aufmachen? Ja, genau. Okay. Okay. Hm, wie war der Trick hier? Irgendwo so ein Brettchen, auf das wir raufspringen wollten, oder? Wie war das hier? Wie war das? Ja, da nicht. Hier irgendwo, ne? Ja, genau. Oh! Auch mal ohne Brett. Wow, das Schiff denn hatte ich gar nicht gesehen. Auch geil, ne? Ja, cool. Na, zum Leuchtturm gehen. Ich vermute da mal Endgegner. Oh! Hey, Junge! Wo ist dein Kumpel da hinten? Sag ihm bloß nicht, dass wir vorbeigekommen sind. Das sind schon wieder Reparaturtypen. Na gut, macht ja nichts. Oh, moin. Noch mehr von den Dudes mehr. Also, mal gucken, irgendwie... Ja, Wartung, ne? Oder? So, und wo geht der runter? Ah, direkt. Okay, sehr nice. Komm. Schön mitfliegen. Jetzt ist die Frage, der haut sich da einmal in den Pilz rein, ne? Oder?
Okay, das hilft uns nicht so richtig nice. Was haben wir noch? Ja, was bringt uns das? Wo geht das dritte hin? Ich dachte, ist ja nur mit zweien festgemacht. Das bringt uns alles nichts, ne? Frische Kiste, aber so richtig. Wie ist es jetzt nicht? Oh, was haben wir hier? Fliegende Briefe. Da gibt es jetzt auch nur so einen versteckten Eingang oder so, ne? Dass ich jetzt hier. Oh, da gibt es aber jede Menge Ekelkram. Ja, was bringt uns das jetzt? Gar nichts eigentlich. Irgendwas Interessantes wirklich nicht, ne? So, und wenn wir das Ding überbrücken, bringt doch auch nichts, oder? Wir machen es einfach mal. Vielleicht eine Frage, warum stehen die beiden Typen hier hinten? Haben die einen Auftrag? Schlecht aimen, ne? Okay. Gibt's hier hinten was Interessantes? Nein, oder? Aha. Okay. Interessant. Wo kann man durch die Tür hier durch? Ich will da rein. Nee, interessiert mich auch nicht. Komisch, ne? Jetzt nochmal, nochmal Karte. Was ist denn, wie könnte man da reinkommen? Und wo ist das vor allen Dingen? Wenn das der Leuchtturm ist, dann muss ja hier irgendwo ein Eingang sein. Und das muss ja, wenn das da der Habicht ist, ist das direkt gegenüber. Ist das oben? Oder ist das hier unten? Also Habicht, wo ist er? Achso, down. Wollen wir ihn überbrückt haben. Das heißt, rein theoretisch muss es entweder hier in den Fels reingehen. Heute nicht, ja. Irgendwo hier so ein Eingang sein. Und dann macht es auch Sinn, weil hier alle so rummutieren und so. Okay, dich hauen wir weg. Du bist sowieso kaputt. So, die Dudes kommen hier an. Ja, ist ja gut. So, was haben wir noch an Pflänzchen? Das Ding da, ne? Okay, die Pflanzen hier. Oh. Das ist eine Ansage, die noch nie. Was ist das? Okay. Okay, ich dachte schon, das wäre irgendwas Schlimmes. Oder? Wie hört sich das wie ein Intro zu cooler Mucke an? Oder auch nicht. Okay.
Alles klar. Hier geht's rein. Okidoki. Okay, dann machen wir das eben, oder? Wenn wir schon mal hier sind. Hm. Kann man da irgendwas gebrauchen? Ja, das sieht erstmal nicht so aus, ne? Obwohl, ich würde einfach sagen, wir saven hier, machen ein kleines Päuschen, dann geht's weiter beim nächsten Mal. Weil, das wird dann doch ein bisschen länger dauern, so wie das hier wieder aussieht. Dann schicken wir uns einmal aufgeräumt werden. Also, mehr beim nächsten Mal. Bis dann, ne? Ciao.